Hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal. 2 Tage bevor ich den neuen Fire TV Stick 4K Max bekomme, habe ich gedacht, mache ich noch mal ein kurzes Video für euch und zeige euch die 5 Funktionen, die jeder an seinem Fire TV Stick kennen sollte. Legen wir los! Die erste Funktion, die ich euch zeigen möchte, hätte sicherlich jeder von euch schon mal verwenden können. Und zwar geht es darum, wenn euer Fire TV Stick langsam anfängt, immer langsamer zu werden. Also es sind einfach zu viele Apps drin. Ihr merkt richtig, wie das Navigieren und alles langsamer wird. Und irgendwann geht man halt her und zieht den Fire Stick einmal aus dem Fernseher raus, beziehungsweise trennt ihn vom Strom. Und das geht auch viel einfacher. Und zwar müsst ihr dafür einfach diese beiden Tasten, also einmal die mittlere Taste und die Play-Taste für 5 Sekunden gedrückt halten. Wir machen das jetzt einfach einmal. Und nach 5 Sekunden steht auf eurem Fernseher, ihr Fire TV Stick 4K in meinem Fall wird ausgeschalten. Der Fire TV Stick fährt sich einmal komplett runter, startet sich neu. Also ihr habt sozusagen ein Hard Reset gemacht und danach seid ihr wieder good to go und euer Fire TV Stick ist wieder so schnell wie am ersten Tag. Die zweite Funktion, die jeder schon mal gesehen haben sollte, ist euer Smartphone als Remote Control verwenden für euren Fire TV Stick. Die mir schon etwas länger folgen, kennen diese Funktion schon. Ich habe dazu schon mal ein ausführlicheres Video gemacht. Das verlinke ich euch aber einmal hier und auch in der Videobeschreibung. Es geht einfach darum, dass ihr die Funktionen, die ihr bei der Fernbedienung habt, mit eurem Handy im Endeffekt abbilden könnt und dadurch auch noch weitere Funktionen mit dazu bekommt. Um euch da einen kurzen Einblick zu geben. Wir haben jetzt hier im Endeffekt die gleichen Funktionen wie auf der Fernbedienung auch, können hier auf Home drücken, dass wir wieder auf den Startbildschirm zurück können hier oben rechts zum Beispiel uns alle Apps anzeigen lassen und können dann hier einfach die Arte-App starten, also das Navigieren fällt einem etwas leichter und das eigentlich richtig coole an dieser Funktion, wenn ihr jetzt zum Beispiel YouTube öffnet, und dann links auf die Suche geht, dann könnt ihr einfach hier eingeben, zum Beispiel meinen guten alten Freund Casey Neistat, auf Suchen gehen und dann habt ihr direkt in der Suche das, was ihr hier auf dem Handy eingegeben habt und müsst nicht Ewigkeiten mit der Fernbedienung rumprobieren, die einzelnen Buchstaben auswählen. Also für mich ein wirkliches Highlight. Die dritte Funktion, die ich euch zeigen möchte, ist eine, mit der man ziemlich viel abdecken kann. Wir verwenden das jetzt hier einmal, um eine Tastatur via Bluetooth mit anzuschließen. Man kann das aber nicht nur für Tastaturen, Mäuse, man kann es zum Beispiel auch für Kopfhörer verwenden. Das heißt, wenn ihr irgendwie in einem Raum seid, wo noch andere Leute mit drin sind und ihr wollt jetzt nicht unbedingt alle damit beschallen, was ihr gerade schaut, könnt ihr über diese Funktion einfach eure Bluetooth-Kopfhörer verbinden und seid somit etwas abgekapselt von allen anderen. Dafür müsst ihr einmal in eurem Fire TV Stick auf die Einstellungen gehen, geht dann runter auf Fernbedienung und Bluetooth-Geräte und dort haben wir einmal Amazon Fire TV Fernbedienung, kennt ihr vielleicht noch, neue Fernbedienung hinzufügen, alte rausschmeißen, Game Controller hinzufügen oder andere Bluetooth-Geräte. Da gehen wir einmal rein, sagen dann Gerät hinzufügen und jetzt nehmen wir uns einfach mal meine Logitech Craft, die kennt vielleicht auch der eine oder andere und drücken hier mal auf Verbinden und auf einmal erscheint am Fernseher im Fire TV Stick Menü das Keyboard Craft, das wählen wir jetzt aus. Jetzt muss ich hier den Code eingeben, der mir angezeigt wird und auf Enter drücken. Und auf einmal ist die Tastatur verbunden. Und jetzt kann ich im Endeffekt das Gleiche, was ich euch gerade eben mit dem Smartphone gezeigt habe, wenn ich jetzt wieder in YouTube reingehe und gehe hier in die Suche, dann kann ich einfach hier oben alles wieder rauslöschen und kann hier jetzt zum Beispiel eingeben Peter McKinnon DJI Drohne. Und schon kriege ich mein Ergebnis und kann dann hier auch über die einzelnen Pfeilfunktionen schön zwischen den Videos herumnavigieren.
Die vierte Funktion nennt sich Mirroring. Im Endeffekt geht es darum, wenn ihr etwas auf eurem Smartphone gerade am Anschauen seid und wollt es dann auf eurem Fernseher weiterschauen oder einfach nur auf dem Fernseher wiedergeben, könnt ihr zum Beispiel in der YouTube-App, aber auch in vielen anderen Apps, einfach das Video starten. Drückt dann einmal auf das Video drauf und dann habt ihr oben rechts diesen Fernseher mit dem Streaming-Symbol mit dabei. Und jetzt seht ihr hier, ich habe einmal Anatols Echo Show. Also ich könnte das zum Beispiel auch auf meinem Echo Show streamen, was ich total geil finde. Aber natürlich auch auf meinem Fire TV Stick. Wenn ich da drauf drücke, dauert das Ganze wenige Sekunden. Und ihr habt das Video, was ihr gerade eben auf eurem iPhone angeschaut habt oder auf eurem Smartphone, auf eurem Fernseher und könnt dort einfach weitermachen. Was ich an dieser Funktion am allergeilsten finde, ist, dass es jetzt nicht irgendwie auf mich beschränkt, weil das mein Fire TV Stick ist, weil das mein Account ist oder ähnliches. Das heißt, auch wenn Freunde bei euch sind, die bei euch im WLAN sind und die wollen euch irgendwas zeigen, dann ist es ja immer ein bisschen kompliziert mit schick mir das mal hin und her. Auch die können einfach im gleichen WLAN sein und dann das Video auf euren Fernseher via Fire TV Stick Mirroring spiegeln. Die fünfte und letzte Funktion, die ich euch in diesem Video zeigen möchte, ist die Menütaste, wenn ihr einfach nur am Browsen seid. Das heißt, wir sind jetzt einfach einmal im Hauptmenü hier drin und haben jetzt hier einige Videos als Empfehlung mit drin, als Vorschau mit drin und dann können wir natürlich hier einfach uns einmal das Ganze ein bisschen anzeigen lassen. Also wir kriegen hier jetzt den Trailer angezeigt, wie man das von Netflix kennt. Es gibt eine kleine Vorschau dazu. Und jetzt können wir die Menütaste drücken. Das ist die mit den drei Strichen. Und wenn wir die drücken, dann erscheint auf der rechten Seite unten, und es wird alles so ein bisschen gräulich, jetzt ansehen mit Prime, Trailer ansehen oder zur Watchliste hinzufügen. Ich nutze die Funktion total gerne, um einfach ein bisschen durchzugehen, zu schauen, was könnte mich interessieren, um dann die Watchlist zu füllen, sage ich mal, ohne dass man sich jetzt jedes einzelne im Detail anschauen muss. Also ihr müsst nicht diese Detailseite aufrufen, reingehen, sondern könnt es direkt hier über die Hauptmenüseite. Ich hoffe, für euch waren da jetzt ein, zwei Funktionen mit dabei, die ihr noch nicht gekannt habt. Wenn ihr selbst noch mehr Funktionen kennt, die vielleicht auch für mich interessant sein könnten, schreibt mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, liked dieses Video, subscribe zu dem Kanal. Hier werden jetzt in den nächsten Wochen ein paar Videos zu dem neuen Fire TV Stick 4K Max kommen, der hoffentlich Ende der Woche ankommt. Und ich freue mich über jeden, der mit dabei ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao!